Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 in den Magma-Minen von Moria. Nein. So, gut, luck fun. Können wir vielleicht mal ein Spiel spielen, ohne dass da so ein ekeliger Zergball ist? Nee. Kaum gewinnt der Zarok mal, ist er hier schon gleich fordernd. Ja, natürlich. Wir spielen gegen Oberstufe und die Oberstufe. Was sind das für Namen, die die haben? Wieso denn die Oberstufe? Irgendwas steht da mit On-Stufe, Stuis. Ja, ja, ja. Ich kann die Namen nicht lesen. Le Chéré und so, ne? Genau, Le Chéré. Und Le Staude. Le Chéré. Ach nee, jetzt hab ich mal Werbung gemacht, das darf ich gar nicht. Oh, Neon! Ja, das ist doch schön. Ich kann ja die Werbung jetzt wieder negativ machen, ich mag gar keine Moncherie. So, ich mag die aber auch. Ferrero. Pech gehabt. Also, um ehrlich zu sein, mag ich die überhaupt wirklich. Ist das eigentlich von Ferrero? Ich glaube schon. Ja, ist doch irgendwie alles von Ferrero. Ja, das stimmt. So, da ist doch ein schöner Ovi, Lotti. Und die Oberstufe nimmt das Gas. Aber leider kein Drauger. Drauger. Ja, ich finde das schön, die Aussprache. Kommt tatsächlich alles von Traumergoppa. Amerikaner. Der Drauger ist ein Amerikaner. Wer kennt denn Traumergoppa? Weiß ich nicht. Zarok nicht, weil er liest ja keine Bücher. Und das der Film dazu war schrecklich. Ja, den habe ich aber auch nicht gesehen. Der war also wahrscheinlich auch nicht so gut. Der Film war katastrophal. Ist auch nur einer geworden statt vier, wie es eigentlich hätte sein müssen. Ich hab mich wieder. Und das völlig zu Recht, so schrecklich wie dieser Film war. Ich habe mich hier wieder professionell eingeholt. Kennen wir ja von dir. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich weiß gar nicht, von wem habe ich denn dieses eigentlich das korrekt? Das sage ich ständig das neuerdings. Ist, das zeige ich auch. Habe ich das von dir? Oder hast du das von mir? Oder? Nee, das habe ich von mir. Das habe ich immer gesagt. Da kann sein, dass der okay, dann habe ich das von dir übernommen. Das ist möglich. Weil das sage ich ständig neuerdings. So wie du wahrscheinlich hier. Das ist gut. Das ist gut. Genau. Das ist gut. Harte Flyblow. Das ist gut. Nee, das ist nicht gut. Alles gut. Nicht genug Mineralien. Oh, bei dir ist ein Overlordy. Ja, ist nicht so. Naja, bei mir ist es. Bau mal gleich bitte an der Ramp wieder die Pylons. Du hast wieder an deiner Natural überhaupt keinen Pylon. Das ist nicht gut. Und da kommen die ersten Marines, die jetzt meinen Overlord abräumen, aber das wird ein großer Push. Also Einheiten bauen. Das könnte gleich schwierig werden, das zu defenden tatsächlich. Vielleicht müssen wir deine Echse evakuieren. Ja, der ist sowieso noch nicht so. Hast du ein Mothership Core? Wenn ja, schick ihn jetzt schnell zu deinen neuen Pylons. Schnell! Schnell und geh dann noch mit deinem Zealot aus der Lücke! Ich kann dir doch nicht helfen so. Sehr gut. Ich habe immerhin noch geovercharged. Ja, war okay. Hast du Adepten inzwischen? Ja! Hast du nicht den Mothership Core verlieren, bitte? Ich zieh ihn ein bisschen weiter zurück. Okay, hoch, 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 hoch. Hast du? Ne, hast keinen Overcharge, das ist ärgerlich. Hast du nur einen? Okay. Ja. Bau Gateways, bitte. Oh, nicht den Mothership-Core verlieren. Ist halt schwer mit einem 1 gegen 2. Warum hast du denn keine Einheiten? Ich weiß es nicht, die brauchen so lange. Ja, die brauchen nicht so lange, du hast ja keine Gateways. Ja, cheese, scheiß drauf. Ja, ich werde erstmal den Stuhl hochpumpen, dann. Ja. Warte eben einen Moment. Und schick jetzt die Worker drauf. Und bau von den Pylon nachdringend. Es war zwar teuer, aber ist okay. Swan Base von denen. Und Worker wieder zum Arbeiten schicken. Ja, ich arbeite. Ja, hat die ganzen so Reinforcements der Marines. Warum steht eigentlich meine Echse noch? Das ist eine gute Frage. Saturieren und. Ja, sich ist jetzt darüber freuen. Ich habe ein bisschen verloren jetzt durch das Ganze. Ich muss erstmal wieder hier die erste saturieren. Aber dass wir das noch gehalten haben, ist tatsächlich ein bisschen überraschend. Ja, warst du ganz alleine. Das ist korrekt. Also, es war 4 Racks, ne? Also, es ist völlig One-Base. Ich komme da jetzt natürlich nicht rein bei den Gegnern. Aber. Ja, er macht nichts, aber da hatte ich mit der. Wie viele mit Worker hast du noch? Du hast noch akzeptabel viele behalten, oder? Ja. Das ist schon mal gut. Meine erste Base ist quasi noch saturiert, also ich habe 15 von 16 jetzt gleich.
Warum ist denn das Chatfenster jetzt offen? Ich habe das bei Northgard ständig, wenn ich einen neuen Rang bekomme. So, weil ich immer denke, das Fenster schließt sich gleich. Ich habe jetzt auch ein paar Adepten. Ich kann jetzt also auch wieder ein bisschen. Das ist gut. Hast du auch eine Robo? Ja, wie viel Geld soll ich denn haben? Nach dem Angriff. Viel. Ja, ganz gut, wenn du viel hättest. Ja, geht aber nicht. Das ist nicht realisierbar. Sevilla mit ganz vielen Marines unterwegs. Sind die immer noch One-Ways? Ja, sie nehmen gerade die Echse. Ich versuche jetzt mal die ganzen Marines hier zu töten. Dann sind wir vorne oder sind wir hinten? Wie ist denn die professionelle Einschätzung? Vorne, wir sind absolut vorne. Echse nicht gecancelt. Ich muss hier die Echse nicht canceln. Viele Linge? Nein, der Gegner. Zack, bekommt wieder nicht mit, dass ich währenddessen eine ganze Echse abgeräumt habe. Da oben ist eine Echse. Die sollten vielleicht mal einmal abgreifen. Hast du irgendwas, das wir mal pushen? Ja, Adepten habe ich. Ja, dann schick die mal nach vorne. Ich schick die zu deinen Einheiten. Ich habe die Base da gerade übersehen, das war nicht so schlau von mir. Also ich bin voll saturiert, 3 Base, also alles gut. Ja, ich nicht. Warum denn nicht? Das muss man doch sein mittlerweile. Kommst du mit an? Ja, ich... Mutas? Da habe ich jetzt nicht so viel gegen. Verbündete Streitkräfte. Aber solange wir die Base abreißen können, hier ist das gut. Na gut. Ich muss mal die Shades canceln. Ja, ich schick die Adepten nach Hause wieder. Ja, oder geh auf die geh auf Zippo. Auf welches? Schnell, links oder rechts? Schnell, links, das was schon angegriffen ist. Die sind beide angegriffen. Und Shade vor. Und rein. Ja, bist daneben geschaltet. Gut, dann lass es jetzt. Diese Overlords sind nicht gut. Aber was gut gegen Dingens. Brauchst du Stalker gerade? Nicht bei oder Arkans. Stalker oder Arkans? Bei Arkans. Evolution abgeschlossen. Benötigen mehr Vespingas. Hast du die Arkans in Position? Deshalb nimmt man nämlich an die Stalker mit Blink, aber das muss man auch auf am eigenen Leib erfahren. Das stimmt. Die sind einfach unglaublich langsam. Verbündete Basis zusätzliches Vespingas benötigt. Hast du deine Basis abgesichert? Nein. Warum solltest du auch? Das stimmt. Schick jetzt bitte deine Arkans dahin. Benötigen wir Vespingas. Wenn du Gas hast, gib's mir. Nee, ich hab grad 64 Gas genommen. Greif doch bitte mal mit deinen Arkans an. Und bau den Paddel nach. Wir dürfen dieses Spiel jetzt eigentlich nicht mehr verlieren. Machen wir aber. Ja, habe ich auch das Gefühl, Cyborg. Warum? Weiß ich nicht. Soll ich dir Geld geben? Weil die wieder absoluten Bullshit spielen hier. Bau jetzt bitte Stalker. Wir brauchen dringend Stalker, Cyborg. Dringend. Baut den Mothership Core Overcharge. Ich kann nicht alles gleichzeitig. Doch. Nee. Sarok, mach was. Tu einfach irgendwas. Mutas sind einfach die größten Imba-Einheiten, die so gibt. Quatsch, du musst einfach nur irgendwie was machen. Du stellst ja nie was ab. Das ist einmal das Problem. Ja, hallo. Es ist auch ein bisschen Imba, dass man hier als alle Rassen außer Protoss direkt irgendeine Cannon-Scheiße bauen kann. Das ist so auch nicht korrekt. Und was hat das damit zu tun? Dass du direkt am Anfang abwehren kannst. Ja, du kannst aber auch einfach Stalker bauen. Man kann das bauen, weil ein Zerg nichts bauen kann, was in die Luft schießen kann, außer Queens, bis man T2-Tech hat. So, wenn du Mineralien brauchst, sag's an. Ja, ich brauch Gas. Das habe ich nicht. Ja. Weil ich baue vielleicht Mutas gerade. Oh, die sogenannten Counter-Mutas. Teuer ist. Das stimmt, dann muss ich mal. Ich habe so viele Minerals. Komm, hilf mir mit deinen Arkans. Komm mal, mach A-Move.
Aber die sind schneller als ich. Ja, zieh ich wieder zurück. Ja, hier können wir noch fighten, das ist doch ganz gut. Okay, ich zieh mich zurück. Ich hoffe, du baust Einheiten vernünftig. Ja, Gas fehlt ein bisschen. Wo sind deine Hakens? Bei deinen Einheiten. Und das Port von dir. Ich bin bei deiner Hauptarmee da unten. Die ist völlig egal, die ist nur da, weil ich kein Gas habe, um mehr Motors zu bauen. Das heißt, alle Mineralien versuche ich irgendwie auszugeben, was nicht so einfach ist. Ja, ich baue auch schon Zellets. So, hast du Einheiten? Wenn ja, dann geh jetzt mal mit nach vorne. Ich habe Einheiten. Wir müssen jetzt einfach pushen. Sie kommen. Okay, geh auf die Base. Hier oben? Ja. Okay. Mit dem Arken bitte Richtung Mutters gehen. Oh, Arken sieht mir. Sie blockst deine Arken nur. Okay, hochpushen. Vikings? Du musst vorlaufen. Lauf vor. Was bringt denn jetzt Vikings? Ja, gegen meine Mutas. Ich hoffe, du hast Stalker. Aber so viele Stalker, wie du kannst. Hab ich. Ich bin sogar so Playblock, so viele habe ich. Hast du Bling? Nee, ne? Nee, aber das ist eine Forschung. Komm mit den Stalkern bitte in die Mainbase, weil ich kann ohne deinen Support nichts gegen die schiere Anzahl an Mutas halten. Geh mit Gott, aber geh. Sehr gut. Arkens auf Mutter schießen lassen ist immer geil. Das stimmt, das ist gerade einfach auf Mars R gegangen. Und hat noch nicht mal einen Orbital Command. Ja, flieg in meinen Arken, ist gut. Dürfte ich gewinnen, den Fight hier unten? Ja, sehr gut. Ich bin auch oben beim Zerg drin. Alles war nicht so gut gespielt, aber trotzdem irgendwie gewonnen. Mein Stuhl. Also, am Anfang war es ein Wunder, dass wir das überlebt haben, tatsächlich. Dann waren wir ziemlich weit vorne, weil wir die nicht haben expandieren lassen. Dann habe ich vergessen, die eine Base zu scouten, weil ich damit nicht geredet habe, dass sie die nehmen. Das hat sie dann wieder ordentlich zurückgebracht und dann gab es echt viele Mutas. Das war die Folge zusammengefasst. Also und es damit ist würde alles ich sagen, passiert in der Folge. An dieser Stelle war es das dann für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.